Hallo und willkommen zurück zu Final Fantasy. Ich habe mir eben mal ein bisschen die Karte angeguckt. Und hier oben habe ich noch einen Punkt gehabt. Noch eine Truhe. Da würde ich eigentlich ganz gerne vorher, bevor wir mit irgendwas anfangen, da erstmal hinfahren. Ja. Automatisch fahren geht ja eh nicht so. Wir haben den Punkt ja noch nicht. So, los geht's. Und wir könnten nachher mal gucken. Wir können das Auto ja noch verändern. Das könnte man eigentlich auch mal machen. Ach, jetzt habe ich den Punkt weggemacht, ne? Ne. Können wir... Ach, wir können jetzt gar keinen Platz setzen. Ach, das geht ja doch. Okay. Dann machen wir so. Also dann, los geht's. Ja, alles klar. Hier wird jetzt schon wieder dunkel? Ernsthaft? Ich fahr ungern im Dunkeln. Also los, Bewegung. Hallöchen. Ihr kommt wie gerufen. Mein Wagen ist liegen geblieben. Okay, das heißt, wir müssen ein Panzer besorgen. Können wir später machen. Ich würde... Nein. Hier will ich hin. Bewegen wir uns erstmal zur Truhe. Dann reisen wir zurück. Besorgen uns das Pannen-Kit, helfen dem Kerl. Ach, also auch der Gegner hat Angst. Leichter geht's nicht. Machen wir's kurz. Timing! Das nenne ich Teamwork. Aber hallo! Na, Zeit und Offensiv haben wir schon mal. Ja, wir wissen. Der Himmel sieht aber auch wieder stark aus. Was haben wir denn hier? Bronze. Ernsthaft. Jetzt wird es werden.
jetzt. Nee, vor dem laufen wir noch weg. Wow, das sieht noch ordentlich Ärger aus, Leute. Leicht werden wir diesem Gegner nicht beikommen, fürchte ich. Ja, deswegen lassen wir es auch. So, kurz rausgeschnitten, den Ladebildschirm. Na gut, Auto? Ach, Aufgabe, So. Was will er? Nacht. Nachts ist es zu gefährlich. Lass uns irgendwo übernachten. Na gut. Okay, ab in die Stadt. Ruhen wir uns anständig aus. Ah, Licht. Da fühle ich mich irgendwie gleich sicherer. Ja. Bei Licht müssen wir wenigstens keine sicher fürchten. Ach. Gladio, lass uns einkaufen. Alles klar. Ist das gleiche gewesen. Wollt hinfahren oder so? Ich glaube, ich habe mal hier ein Pannenfett gesehen. Zieh dich einfach in Ruhe um. Hier, Pannenfett. Besten Dank. Bis zum nächsten Mal. Okay. Dann gehen wir jetzt erstmal eine Runde schlafen. Nacht, heute mache ich dich fertig. Meinst du in King's Knight? Herausforderung angenommen. Da bin ich auch dabei, Jungs. Wir haben 22 GP. Das rockt. Was gibt's denn so für Bilder? Oh Mann, nein. Nein, nein. Das gefällt mir, das behalte ich. Automatisch fahren. Aufgabenziel. So. Lasst nichts liegen. Okay. So, los geht's. Schon wieder latschen. Och, jammer doch nicht so. Da ist er. Pf,
Vielen Dank. Ihr wart meine Rettung. Jeden Tag eine gute Tat. Boah, hat sich doch gelohnt. Gegen die Menge habe ich echt keine Lust zu kämpfen. Was gibt's eigentlich hier jetzt so im Geschäft? Ein Knöchelband verziert mit dem Bildnis eines Soldaten aus dem Altertum erhöht die Vitalität. Eigentlich mal schnell, warte mal, Aufgabe, Ausrüstung hier. Noctis. Accessoires. Dem geben wir den. Gladius, geben wir auch einen, so. Aber wem jetzt? Ignis oder Prompto? Machen wir so. Nahkampfwaffe, ja, geben wir dem noch Feuer. Dann hat er nämlich Nah- und Fernkampf. So, und dann würde ich glatt behaupten. Sagt mal, freut ihr euch auch so auf unsere nächste Panne? Dich hat's echt schwer erwischt, was? Ja, mitten ins Herz. Der Rottrip. Final Fantasy Soundtracks. Der ist am Pennen? Nee, warte mal. Ach, der spielt mit dem Handy. Ja, das passt, ja. Mit dem Handy, als aus ist. Okay. Was liest der denn da? Lasst uns bald mal eine Pause einlegen. Ja, hab einen Brand wie ein Garula. Klingt nach einem Grund für einen Boxenstopp. Klingt nach Verschwendung von Zeit und Geld. Och, wie nett. So, nachts, wenn sicher die Gegend unsicher machen, fährt Ignis jedoch nicht. In diesem Fall muss Noctis das Steuer übernehmen, okay? Was ist nun? Gibt's
hier eigentlich auch eine Tankstelle? Nein. Ihr seid mit der Lieferung hier? Vielen Dank. Lasst den Wagen einfach stehen. Ich kümmere mich drum. Umbra. Eine Lieferung? Guter Junge. Der Hund hat echt ein gutes Gespür. Ist ja auch kein gewöhnlicher Hund. Immer wieder schön, dich zu sehen. Wartet mal eben. Eine Blume. Aus solchen haben wir unsere Kronen geflochten. Ja, ich erinnere mich. Silblüten. Nocht? Ja? Ich habe eine Bitte an dich. Würdest du dieses Buch bei deiner Rückkehr mit nach Hause nehmen? Klar. Und dann könntest du auch was reinkleben und es wieder zurück an mich schicken. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir? Ja, nehmen wir das. Die waren ja alte Freunde. Fertig. Pass gut auf dich auf. Du sagst es mir sicher sowieso nicht, aber... Dann spar dir die Frage. Wofür ist das Buch? War ein Versuch wert. Unsere Pflicht ist getan. Wir sollten zum Galdin-Kai weiterfahren. Schwer. Ich weiß es nicht. Sag mal jetzt schon wieder... Ich will jetzt nicht groß wieder hier hinkommen. Wartet mal kurz. Bei der Lieferung eben war auch etwas für Meldatio dabei. Meldatio? Du meinst die Jägerzentrale? Korrekt. Ihr Vorsitzender ist gerade vor Ort. Könntet ihr ihm die Sachen bringen? Nockt! Das macht den Braten jetzt auch nicht mehr fett. Wo ist denn das dann? Da ist wieder was zum Einsammeln. Bling, bling. Was haben wir? Metallsplitter. Wofür sind Metallsplitter? Oh, ihr seid's. Danke für die Hilfe neulich. Ah. Eine Lieferung für dich. Ach so. Entschuldigt die Umstände. Und wieder ein paar mehr. Die Lieferung? Was war da drin? Das sind Erkennungsmarken. Schon mal welche gesehen? Jeder Jäger trägt so eine. Sind das Plaketten mit Namen drauf und so? Wenn du sie hast, dann heißt das wohl... Ja, wir leben ständig mit dem Tod. Und wenn's uns erwischt, bleibt nur das von uns übrig. Wir sammeln die Marken und schicken sie den Hinterbliebenen... War gerade im Begriff, die Umgebung hier nach welchen abzusuchen. Traurige Sache. Hört mal, wenn ihr zufällig welche finden solltet, dann liefert sie doch bitte bei mir ab. Okay, wird gemacht. Nicht weit von hier soll es neulich einen Jäger erwischt haben. Fragt am besten auch mal unseren hiesigen Kontaktmann. Okay. Oft misst man Jäger in ihrem Kampfgeschick. Erkennungsmarken also.
Für die Hinterbliebenen wichtig, um Abschied nehmen zu können. Sicher nicht leicht. Die Armen. Oh, hallo. Was gibt's denn hier? Ich glaube, davon kaufen wir uns mal welche. Vielen lieben Dank. Was? Oh, das könnte vielleicht was sein. Der Zweiton. Komm, den leisten wir uns. Bis bald! Noct, sehen wir uns das mal an. Was denn? Was will er sich angucken? Unterwegs in der Wegsteppe, vor sich vor Taoti. Typisch Taoti. Nee, Taoti. So? Okay. Ja. So, jetzt weg. In dieser Gegend wimmelt es in letzter Zeit auch von Raubtieren. Und nun zu unserem nächsten Studiogast. Liebe Zuhörer, die Naturforscherin Sanja Jäger. Guten Tag, ich möchte heute über ein etwas ernsteres Thema sprechen. Mutationen der Wildfauna. Was sind denn Mutationen der Wildfauna? Nun, in letzter Zeit trifft man in der Natur vermehrt Tiere an, die sich von ihren Artgenossen unterscheiden. Man kann sie leicht an ihrer äußerst kräftigen Statur und ihrem aggressiven Verhalten erkennen. Selbst professionelle Jäger haben Probleme mit ihnen. Es handelt sich um sehr gefährliche Exemplare. Das war's. Mehr gibt's nicht, okay? Hab vor kurzem meinen ersten MI gesehen. Echt unheimlich. Willkommen im Krähennest. Stets zu Diensten. Wir nehmen das ist hier los. Na gut. Da mal die. Schmeckt alles ausgezeichnet. Ich glaube, wir nehmen mal das besser. Ich weiß nicht warum. In Ordnung. Aber es kann uns bestimmt helfen. Das sieht schmackhaft aus. Was gibt's denn? Ist etwas für euch dabei? Aufbäumen der Gejagten. Okay, das können wir wohl noch nicht machen. Vielen Dank. Den nehmen wir mit. Komm, den zweiten wollte ich auch noch mitnehmen. Alle schwere Brocken. Gute Wahl. Wir zählen auf euch. Heute schlage ich richtig zu. Ach, man kann immer nur eine nehmen. Okay. Machen wir den zuerst. Dann können wir direkt weiterlaufen. Moment. Mach mal die Hintergrundmusik mal ein bisschen lauter, oder?
Psst. Wie siehst du denn aus? In dieser Gegend wimmelt es in letzter Zeit auch von Raubtieren. Achtung, Aufnahme! Oh, großartig! Das Bild musst man haben, oder? Langwide Pass. Okay. Und oder die Tauti. Flitterst du mit Luna nach der Hochzeit eigentlich direkt zurück nach Insomnia? Wie? Irgendwann schon, aber sicher nicht sofort. Mann, kann immer noch nicht glauben, dass du heiratest. Wie fühlt man sich so kurz vor dem großen Augenblick? Wie immer. Ach, Nocht! Jetzt tu doch nicht so, als wäre dir das alles egal. Eifersüchtig? Bild dir mal bloß nichts ein. Das kam von da drüben. Müssen wir jetzt hier einen Routenlauf machen? Oh, Moment. Da gab es noch was zum Einsammeln. Paprika. Paprika. Und nochmal Paprika. Hier entlang, glaube ich. Grünsteinsplitter. Tja, lasst uns ein paar Knochen brechen. Gute Idee, ich bin dabei. Oh ja, Knochen brechen! Die Jagdsaison ist eröffnet! Los geht's! Wie es hier mit! Nicht mein Freund, mein Freund! Du bist ja richtig in Fahrt! Einen Schuh. Na gut, bevor wir das jetzt aber machen, dann können wir nämlich auch direkt den Auftrag machen. Obacht! Ja, doch.
Nicht schon wieder. Genau so. Das Spiel ist aus. Komm schon. Gute Nacht zu sagen. Okay. Ja, sehr. Gut, das war's. Jägermerite und Messmerite. Was sind denn da für Viecher? Was sind das denn für Orten? Bald klingelt die Kasse, Leute! Hey! Lass den Quatsch! War ein Ausrutscher! Ja. Na dann mal los! Bist du okay? Ja, ich komm klar. Alleine. Sag uns, was wir tun sollen. Kommt doch! Ich hab vergessen. Kommando. Hey. Auf dich ist Verlass. Ja. Lange, los! Ignis, vorsichtig. Roger! Was? Verzeihung. Das sieht nicht gut aus für uns. Nein. Lass dich von nichts aufhalten. Deckst du mir den Rücken? Natürlich. Scheint, als wären wir fündig geworden. Den Gegner zu kennen, ist im Kampf die halbe Miete. Stirb.
haben uns wohl etwas übernommen. Die Viecher haben echt keine Chance. Wir noch nicht auf jeden Fall. Beobachte die Bewegungen deines Gegners. Ja. Schau vor allem. Danke schon mal. Einstellung war es, ne? Kampfmodus, warten. Also doch die Dolche und Feuer. Gut. Wenigstens. Gladio! Aber ich hau durch. Weg. Leg los, Pronto! Pronto. Einmal frei, Pronto! Gerne durch! Hier, bitte!
Beschwöre für jeden Gegner die passende Waffe. Ignis, los! Wohl etwas übernommen. Jemand eine Idee? Wir übernehmen uns doch hier nicht. Wir machen einfach nur die Partie. Jetzt hätte ich gerne das. Leg los, Konto! Dann schön der Durchschuss. Ach komm. Vorsicht! Ist das ein 2-Stunden-Kampf hier? Ich hätte das gerne noch schneller beendet. Ja, ich auch. Moment, wir machen es aber so. So. Was gibt's? Boah, was? 300? Genug geschafft für einen Tag. Endlich ein heißes Bad. Stufe 7 sind wir gekommen. Krass. Oh, der ist niedlich. Haben wir ziemlich cool. Irgendwo das. Das ist echt cool, das Bild. Das speichern wir. Was das auch immer sein soll. Ich würde eigentlich ganz gern. Das Bild ist hier, oder?
Wie, wo ist denn... Es gibt kein Bild davon. Hier drüben von der komischen Figur. Ja, von dem will ich ein Bild haben, Mann. Morgen. Morgen. Komm, mach ein Foto. Heute schlage ich richtig zu. Schade. Gut, holen wir uns erstmal unser Geld ab. Willkommen! Alles noch dran? 1830? Das ist doch nett. Ein Snack vielleicht? Nee. Seid vorsichtig. Hab vor kurzem meinen ersten MI gesehen. Echt unheimlich. Was? Oh, Flipper? Ey, wir können spielen. Wie geht das? Ich weiß gar nicht, was wir hier machen sollen. Jetzt hänge ich hier fest, oder? Scheiße, ich habe einen Flipper. Na komm, hören wir auf. Nee. Das morgen nicht. Das morgen nicht, also will ich das nicht. Doch von Raubtieren. Ihr habt die Marke gefunden? Vielen Dank. Ach, nicht der Rede wert. Diese Suchen stimmen mich immer traurig. Jede Marke, die man findet, schnürt einem die Kehle zu. Am besten nicht groß drüber nachdenken. Aber das ist natürlich viel leichter gesagt als getan. Trotzdem ist es wichtig, dass wir sie sammeln. Sonst bleiben die Jäger auf ewig vermisst. Und das wollen wir ja auch nicht. Nee, auf keinen Fall. Wir Jäger haben nun mal einen gefährlichen Beruf. Also sammelt die Marken ein, wenn ihr welche findet. Machen wir. So, dann verabschiede ich mich mal für heute. Weil wir liegen jetzt schon wieder bei 50 Minuten. Zumindest von der Aufnahme her. Und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss.